Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jerchel. Ich darf Sie im Namen der Thomas Trainer AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar zum Thema NVIDIA's Data Center Lösungen, wie Sie Ihre Rechenzentrumstrategie verändern werden. Unsere Referentin ist heute Daniela Markgraf von NVIDIA. Bevor wir mit dem Vortrag starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 45 Minuten plus Fragerunde. Die Fragen können im bekannten Chatfenster gestellt werden. Einfach die Frage eintippen und abschicken. Am Ende des Webinars werden die Fragen in einer Fragerunde beantwortet. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung und die Präsentation werde ich Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Zum Schluss kommt wie gewohnt die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Frau Markgraf. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Daniela Markgraf, ich bin Partner Business Manager bei NVIDIA für die Region Zentraleuropa. Erste Frage, Frau Jerchel, sehen Sie meinen Screen? Der Screen ist sichtbar. Ja, wunderbar. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Gut, herzlich willkommen. Ich wollte einen kurzen Überblick heute dazu geben über den NVIDIA Data Center Lösung und wie wir glauben, dass das die Rechenzentrumstrategie von eigentlich allen unseren Kunden in einer gewissen Weise beeinflussen wird und verändern wird. Als erstes möchte ich gerne einen Überblick dazu geben, was steckt eigentlich hinter dem Unternehmen NVIDIA. NVIDIA ist einer der Innovatoren im Bereich Computing und wir sind im Grunde seit längerem auf dem Markt und auch Marktführer im Bereich visuelles Computing. Das ist eigentlich das, wo die Kunden uns aus der meistens erkennen. Bei NVIDIA arbeiten über 8000 Ingenieure, das sind etwa 3/4 unserer gesamten Mitarbeiteranzahl, sehen also, dass NVIDIA ein sehr techniklastiges Unternehmen ist. Alle diese Ingenieure oder natürlich alle Mitarbeiter bei NVIDIA an sich arbeiten daran, die nächste, beste, die schnellste und natürlich dementsprechend auch komplexere GPU zu entwickeln. Wir unterstützen auch über 3000 Startup-Unternehmen finanziell und technisch, indem wir ihre neuen Ideen mit unseren Technologien kombinieren. Und zusammen können wir so einige der komplexesten Probleme der heutigen Zeit lösen und die Entwicklung neuer Technologien ermöglichen. Ein Überblick über aktuelle Projekte, die wir vorgestellt haben. Das sind keine fertigen Produkte, das sind Projekte, an denen wir arbeiten. Bei NVIDIA-Technologien sind das Herzstück von vielen Innovationen. Und wir haben vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren Projekte präsentiert, die unser aller Leben verändern würden. Wenn Sie auf der GTC letztes Jahr waren, dann haben Sie eine Vorschau von unserem Projekt Holodeck gezeigt bekommen. Holodeck ist dem einen oder anderen noch aus der Vergangenheit bekannt. Soweit, dass wir da unseren Urlaub verbringen, sind wir noch nicht. Aber es ist eine virtuelle Kollaborationsplattform, die es Designern ermöglicht, an komplexen und immersiven, hochkomplexen Modellen zu arbeiten, ohne physikalisch vor Ort zu sein. Hier haben wir an dem Beispiel jetzt ein Autodesk-Modell mit einem Auto. Holodeck, das ist das Interessante, unterliegt den physikalischen Gesetzen. Das heißt, man kann das Design in diesem virtuellen Raum sehen, man kann es anfassen, man kann es fühlen, Sie können Türen aufmachen, Lenkrad anfassen, Sie können aber auch das gesamte Projekt in Ihren Einzelteilen zerlegen und sich jede Schraube einzeln anschauen. Wichtig ist, dass man im Grunde schon in dem Modell sehen kann, also wenn es als CAD-Modell zu sehen ist, kann ich es mir schon angucken, wie es in der realen Welt nachher aussieht und sich anfühlt. Und das wird uns die Möglichkeit geben, egal was es ist, ob es Häuser sind, ob es Autos sind, ob es Maschinen sind, man kann durch Motoren durchlaufen zum Beispiel und sich dort angucken, wie alles funktioniert, in Teile, die normal natürlich einfach zu klein wären, um da durchzulaufen.
Aber egal, was es sind für Modelle, wir können im Grunde, bevor wir mit dem Bau von irgendetwas beginnen, sehen, wie es fertig aussehen wird. Und das wird uns helfen, wichtige Änderungen im Grunde vorab durchzuführen. Jetzt hatte ich natürlich die Holodeck-Folien noch nicht offen. Gut, die müssen Sie, also so sieht das Holodeck im Grunde aus. Ein wichtiger Punkt, mit dem wir arbeiten, das ist unsere Technologie im Bereich autonomes Fahren. 2015 hat Elon Musk schon gesagt, dass 2017 alle Teslas die Möglichkeit haben werden, sich selbst zu steuern. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit er damit ist bei allen Teslas, die draußen fahren, aber auf jeden Fall ist es so, dass die gesamte Anzahl an Flotten von Autos, die selbstfahrend sind, jetzt natürlich getestet werden. Sie sehen ja auch auf unseren Autobahnen die ein oder anderen Teststrecken dazu. Deutsche Post hat im letzten Jahr, im Oktober bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr mit den Tests ihrer autonomen Lieferfahrzeuge beginnen. Das ist vielleicht auch insofern interessant, weil die Deutsche Post damit eins der größten Automobilhersteller im Bereich autonomen Fahren aktuell ist, weil sie die größte Lieferkette in dem Bereich haben und hier extrem gezielt die Forschung vorantreiben. Wir arbeiten im Bereich autonomen Fahren mit über 370 Firmen zusammen, mit denen wir partnern und die uns oder unsere NVIDIA GPUs nutzen, um die Forschung in dem Bereich voranzutreiben. In diesem Frühjahr auf der GTC in den USA haben wir das Projekt Clara angekündigt. Hier arbeiten wir auch mit einer Vielzahl von Partnern zusammen. Sie sehen das unten im rechten Bereich. Und Ziel ist es, den Bereich Medical Imaging neu zu erfinden. Und das tun wir. Also das Projekt läuft. Was Sie hier sehen, ist ein Live-3D-Ultraschall eines menschlichen Herzens. Und im Vergleich dazu oben schwarz-weiß das übliche Bild, was wir heute sehen. Clara kann in CTs eingesetzt werden, in MRTs eingesetzt werden, im Bereich Röntgen, Mammographie, Ultraschall. Es wird in der Lage sein, dadurch, dass ich eine wesentlich bessere Bilderkennung habe, Krankheiten schneller zu erkennen und entsprechend darzustellen. Das ist jetzt ziemlich viel für eine Firma, die eigentlich aus dem Bereich Videospiele und Bitcoin-Mining bekannt ist, letzteres vor allen Dingen in den letzten Jahren. Aber die drei Beispiele von gerade eben haben gezeigt, also zum einen sind sie keine zwei Jahre alt, und zum anderen sind das alles wachsende Technologien, momentan noch nicht als öffentliches Produkt verfügbar, aber sie zeigen, welche Innovationen, an welchen Innovationen gearbeitet wird auf NVIDIA GPUs und wie schnell diese natürlich auch Commodity werden können und im Einsatz, in den Einsatz kommen. Und das genau ist das, was wir machen. Wir bauen GPUs, das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Unser Focus-Business haben wir dadurch nicht verändert in den vergangenen letzten Jahren. Nur der Bereich, für den GPUs genutzt werden, der hat sich entsprechend erweitert. Unser CEO Jensen hat mal gesagt, dass wir nicht innovativ sind als Unternehmen, indem wir ändern, was wir tun, sondern wir kreieren Lösungen, die die Welt braucht, auf Basis unserer Technologien. Das einfach nur mal ein kurzer Ausflug in die Hintergründe von NVIDIA, wie wir funktionieren und zur Geschichte des Unternehmens. Jetzt ist die Frage, warum ist die GPU in Rechenzentren so wichtig? Das ist ja auch der Sinn oder eins der Topics vom Webinar. Die Nutzer heute beurteilen, ob ihre IT-Umgebung gut oder schlecht ist, nach ihrer ganz persönlichen Nutzererfahrung. Ist es einfach zu nutzen? Ist es schnell zu nutzen? Wie sind meine Zugänge? Kann ich von überall drauf zugreifen? Ist die Umgebung besser als die letzte Umgebung? Wenn das mit Ja beantwortet werden kann, dann hat natürlich die IT-Abteilung alles richtig gemacht. Aber wenn es mit Nein beantwortet wird, dann ist das schlecht, weil die IT heute das Herzstück im Grunde eines jeden Unternehmens ist. Es ist in alle Produktionsketten mit involviert. Und dass die IT funktioniert, hat entsprechende Auswirkungen auf die Produktivität des gesamten Unternehmens. IT-Projekte sind üblicherweise kostengetrieben.
sollten aber eigentlich projektgetrieben sein. Wenn ich mir jetzt anschaue, Sie haben eine neue Engineering-Applikation, die Sie im Unternehmen einsetzen wollen, dann werden Sie ja auch sehen, diese Applikation bringt mir was immer Vorteile, weswegen ich sie einsetzen möchte. Und sie hat spezifische Anforderungen an die Grafikkarte, an die IT und Sie werden das entsprechend umsetzen, damit Sie die Vorteile nutzen können. Eine VDI-Umgebung wird in der Regel auch nicht nur für die Anforderungen von heute designt, sondern Sie gucken, wie sehen meine Ansprüche in 2, 3 oder 4 Jahren aus? Und die muss ich natürlich auch abdecken. Und eins ist ganz sicher, die Applikation und die Betriebssysteme, die werden immer grafisch intensiver. Mit unserem Portfolio an GPUs können wir die Produktivität über die gesamte Bandbreite von Nutzern und Applikationen optimieren. Wir haben die Knowledge Worker, die Office-Applikationen nutzen, bis hin zu den High-End-Applikationen im Bereich CAD, wie das Dassault, Autodesk, CATIA, Revit. Alle diese Applikationen können in einem virtuellen Rechen, in einem virtuellen Desktop dargestellt werden, bereitgestellt werden, sodass ich meine Applikationen, mein Desktop im Grunde von der Idee VDI von die überall her nutzen kann, mit der entsprechenden Beschleunigung durch die GPU, dass auch alle Applikationen perfekt dargestellt werden und eine hohe Nutzerzufriedenheit da ist. Durch unseren Partner Lakeside und deren Produkt SysTrack ist vielleicht bekannt, haben wir, haben wir über 3 Millionen Desktops in den letzten 5 Jahren oder die Daten von über 3 Millionen Desktops aus den letzten 5 Jahren, die uns die Community bereitgestellt hat, haben wir ausgewertet. Und was dabei aufgefallen ist, dass in diesen 5 Jahren die Anzahl der Applikationen, die Grafikbeschleunigung einfordern und nutzen, dass die sich verdoppelt hat. Das ist das eine. Zum anderen können Sie auf der Folie sehen, wie der Grafikbedarf der gleichen Applikation im Vergleich von Windows 7 auf Windows 10 gestiegen ist. Professionelle Anwendungen wie CATIA oder Autodesk brauchen eine GPU unten drunter. Das ist klar, sonst laufen sie in der virtuellen Umgebung gar nicht. Weil ich habe ja auch in der physikalischen Workstation eine GPU drin. Aber was die Auswertung oben zeigt, ist, dass auch die normalen Office-Applikationen von einer GPU profitieren. Und das ist ganz klar, die Grafikanforderungen werden weiter wachsen. Nochmal als Beispiel nehmen wir uns Skype, weil da einfach der größte Ausreißer drin ist. Die gleiche Applikation nutzt oder braucht unter Windows 10 409% mehr Grafik oder hat einen höheren, 409% höheren Grafikbedarf, als ich das unter Windows 7 habe. Gartner hat kürzlich Umfrageergebnisse veröffentlicht, nachdem 85%, also Anfang des Jahres, 85% der Unternehmen bis Ende 2017 damit begonnen haben werden, Windows 10 zu implementieren. Wir sind mittendrin und wir sehen natürlich auch, dass, also wir sehen das bei uns von den Anfragen, die kommen, das ist ein immenser Anstieg nach GPUs im Bereich Windows 10. Windows 10 ist das Betriebssystem mit dem größten Bedarf an Grafik. Im Vergleich zu Windows 7 konsumiert Windows 10 alleine als Betriebssystem 32% mehr GPU-Leistung als Windows 7. Das bedeutet, wird die virtuelle Umgebung weiterhin CPU-basiert betrieben, dann passieren zwei Dinge oder es ist davon auszugehen, dass zwei Dinge passieren. Das hat auch die Erfahrung in dem letzten halben Jahr einfach gezeigt. Zum einen wird die Anzahl der Nutzer pro Server sich verringern, weil ich, wenn ich keine GPU habe, muss ich entsprechend mehr CPU-Leistung bereitstellen und das bedeutet, dass ich nicht mehr so viele Nutzer auf den Server draufkriege. Und zum anderen habe ich oder werde ich Performance einbußen von den Applikationen her sehen, dass gerade Video, WebGL, alles so moderne Applikationen einfach nicht vernünftig laufen.
Von der Anzahl Nutzer auf einem Server müssen wir also davon ausgehen, dass 30% mehr Hardwarebedarf auf einer CPU-basierenden Lösung genutzt werden oder benutzt werden muss, als im Vergleich zu GPU. Das heißt, habe ich CPU, brauche ich mehr Hardware, packe ich eine GPU unten in den Server rein, habe ich die gleiche Anzahl von Hardware, also von Servern in meinem Rechenzentrum heute und eine bessere Performance, als ich sie CPU-basiert leisten kann. Die Grafikanforderungen von Windows 10 werden weiter steigen mit der Entwicklung des Betriebssystems. Davon ist auszugehen. Was wir neben den rein technischen Anforderungen, sag ich mal, von Windows 10 getestet haben, um da den Mehrwert der GPU auch aufzuzeigen, haben wir natürlich auch mit den Nutzern gemacht, weil letztendlich ist der Nutzer derjenige, der entscheidet, ob das System für ihn brauchbar ist oder nicht. Wir haben bei NVIDIA den sogenannten Coke versus Pepsi-Test gemacht. Das heißt, wir haben Mitarbeitern über die gesamte Organisation verteilt, zwei Arten von PCs zur Verfügung gestellt, einmal mit einer GPU, also virtuelle PCs, einmal mit GPU und einmal basierend auf der CPU. Von den Daten auf dieser Folie können Sie im Grunde sehen, dass die Leistung der CPU, sag ich mal, deutlich im unteren Bereich sind, dass auch die, sag ich mal, der Bedarf von der GPU über alle Applikationen hinweg ist. Was die Nutzer gemacht haben, ist, sie haben geratet, den gleichen Workload auf den entsprechenden PCs getestet und haben dann geratet, 1 war unakzeptabel, ist nicht nutzbar und 5 war eben, sag ich mal, das gleiche Erlebnis wie auf einer physikalischen, wie auf einem physikalischen PC. Und gerade Applikationen wie YouTube, WebGL, Google Maps, sogar PowerPoint profitieren erheblich davon, wenn eine GPU unten drunter zur Verfügung steht. Mit der NVIDIA Grid-Technologie liefern wir also beste User Experience für Windows 10 Nutzer und moderne Applikationen. Wir haben eine Technologie, die nennt sich NVENC Encoding, die wird mit den neuesten Treibern mitgeliefert. Durch diese Funktion, das hat was damit zu tun, wo die Mediendaten abgegriffen werden zum Rendern, aber durch diese Funktion erhalten die Nutzer ein optimales Multimedia-Erlebnis auf ihrem virtuellen Desktop und was noch wichtiger ist, mit einer garantierten Servicequalität. Zusätzlich dazu können Sie die Vorteile der VDI nutzen, dass Sie halt von jedem Endgerät und auf jedem, von jedem Endgerät und von überall auf Ihre Applikation natürlich zugreifen können. Wenn als Karte, gehe ich nachher auch nochmal darauf ein, als Hardware-Basis für Windows 10 haben wir die Tesla M10, sag ich mal, in der Präferenz. Das ist die kosteneffektivste Lösung, die wir hier anbieten können, weil dort einfach die höchste Nutzerdichte auf dem Server erreicht werden kann. Das heißt, wir haben bis zu 30% mehr Nutzer auf einem Windows-Server 10 implementiert als ohne GPU. Dann haben wir ja über die High-End-Applikationen gesprochen. Und durch unsere GPU können eben auch Workstation-Nutzer die Vorteile eines virtuellen Desktops komplett genießen. Und zwar mit dem gleichen Umfang und mit der Qualität, wie sie das von physikalischen Workstations gewohnt sind. Das Produkt Quadro Virtual Data Center Workstation ist 1:1, was Sie von der physikalischen Workstation her kennen. Erreicht wurde das, indem die gesamte Hardware-Palette von Tesla und Pascal für Grid freigegeben wurde und entsprechend unterstützt wird. Und zusätzlich können wir natürlich auch Nutzer unterstützen, die multiple Workflows nutzen. Also auf der einen Seite grafisch beschleunigte Desktops und Applikationen benötigen, als auch Compute-Leistung. Wenn ein Nutzer früher CUDA-Support für einen Workflow brauchte, dann wurde die Leistung der Grafikkarte 1:1 zugewiesen. Das heißt, ein virtueller Desktop, ein Nutzer, ja, und eine GPU. Heute kann der IT-Admin durch die Quality-of-Service-Funktionen, die wir mitliefern,
sicherstellen, dass die GPU-Ressource auf mehrere Nutzer verteilt werden kann, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommen wird. Ja. Wir haben, das war auch im Frühjahr diesen Jahres, haben wir die Tesla V100 unterstützt für Grid. Das heißt, dass eben auch Nutzer, die auf künstliche Intelligenz basierendes Rendering verwenden oder Interactive Real-Time Simulationen nutzen, zwischen einem virtuellen oder einem physikalischen Desktop wählen können. Der Funktionsumfang ist komplett der gleiche. Sie können auch beides nutzen, wenn Sie möchten. Diese Nutzer finden sich in den Research and Development Abteilungen, Media Details, also alles da, wo Neues entwickelt wird und dann natürlich auch im Marketing aufbereitet wird. Gerade wenn wir vom Rendering sprechen, jetzt zum Beispiel ein neues Auto auf den Markt kommt und ein Werbefilm dazu gedreht wird, dann möchte ich hier keine Hoffnung zerstören, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass dieses Auto mit den aktuellen Winterrädern durch die Arktis gefahren ist. Die meisten Filme werden hier wirklich gerendert, ohne dass das Auto einmal auf der Straße gefahren ist. Dann einen kurzen Ausblick in Richtung Hardware. Wir haben im Grunde die GPUs in allen gängigen Servermodellen drin und da sind sie zertifiziert. Wir haben über 120 Server sind es mittlerweile von mehr als 30 Herstellern in den verschiedensten Formfaktoren zertifiziert. Die Liste ist auf unserer Homepage verfügbar. Außerdem erhalten Sie im Grunde NVIDIA-GPU-Lösungen von allen Cloud-Service-Anbietern, egal ob es jetzt die großen sind, die rechts genannt sind mit Microsoft und Amazon und SoftLayer, auch Mittelstands-Cloud-Anbieter haben GPU-basierte Lösungen im Angebot. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren die GPU mehr oder weniger Standard in der Server-Konfiguration ist, weil sich Berührungspunkte mit NVIDIA-GPUs im Grunde über das gesamte Unternehmen finden, nicht nur in der VDI, sondern auch Deep Learning, High-Performance Computing oder Deep Learning. Hier ein kurzer Überblick über die Tesla-GPUs nochmal für Grid. Also die gesamte Bandbreite ist freigegeben. Das sind unsere High-Performance-Karten. Ich will es gar nicht im Detail alles aufzählen, aber Sie sehen unten, was ist für Blade optimiert, was ist für Server optimiert. Und dann geht es bei der Auswahl der Karte im Grunde darum, habe ich eine Office-Applikation, dann geht es mir um die Dichte, um die Anzahl Nutzer auf einem Server und habe ich eine High-Performance-Applikation, die ich virtualisieren möchte, dann muss ich mir natürlich die entsprechende Hardware raussuchen, die die Performance auch liefern kann. Alle diese Tesla-Karten können im Grunde für Deep Learning auch eingesetzt werden. Jetzt sind das natürlich alles so Buzzwords, AI, Machine Learning, Deep Learning. Ich möchte einfach nur kurz eine Definition geben, damit Sie wissen, was wir darunter verstehen. AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz ist im Grunde der Überbegriff, der beschreibt, dass ein Computer so trainiert werden kann, um Aufgaben zu erledigen, die einen menschlichen Intelligenzquotienten benötigen oder auf dem gleichen Level sind. Das ist als Beispiel, wir hatten es, 1950 ging das los, mit diesen Versuchen im Schachspiel, dass der Computer versus Mensch Schach spielt, wer gewinnt. Und wir wissen, es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, aber mittlerweile gewinnt der Computer dieses Spiel. Der nächste Schritt, eine Unterform der künstlichen Intelligenz, ist das maschinelle Lernen. Das ist ein Ansatz künstlicher Intelligenz, in dem es darum geht, statistische Auswertungsmethoden zu nutzen, die vorher vom Menschen klassifiziert worden sind, damit der Computer entsprechende Aufgaben lösen kann. Klassisch wurde hier zum Beispiel ein Spamfilter basiert auf maschinellem Lernen. Ich gebe entsprechende Parameter vor, wonach er E-Mail-Informationen aussortieren kann und an einem bestimmten Punkt entscheidet natürlich der Computer auch selber, was ist Spam und was nicht. Und dann haben wir den Bereich Deep Learning, das ist eigentlich das, wo es heute darum geht, damit arbeiten wir oder gingen so die ersten Schritte 2010 los.
Deep Learning ist wiederum eine Technik des maschinellen Lernens, das automatisch Informationen aus einer immensen Anzahl von Daten, wir sprechen von Millionen von Datensätzen, erkennt und auch auswertet, um dann sogenannte Deep Neural Networks damit zu trainieren. Neuronales Netzwerk ist im Grunde wie unser Gehirn. Deep Neural Networks sind künstlich hergestellte Netzwerke in dem Bereich, also die auf Technik basieren. Diese Deep Neural Networks können menschliche Intelligenz erreichen und auch übertreffen, brauchen aber eben eine entsprechende immense Rechnerleistung, die wir mit unseren GPUs jetzt zur Verfügung stellen können seit einigen Jahren. Und künstliche Intelligenz oder AI ist einfach schon überall. Es ist keine Lösung, an der gearbeitet wird. Es ist kein Projekt. Das sind Sachen, die sind da. Und wir nutzen AI-basierte Applikationen oder Lösungen meist ohne dass wir wissen, dass da hinten dran ein AI-Algorithmus läuft. Ganz klassische oder bekannteste Lösungen in der Spracherkennung und um Informationen auszuwerten sind zum Beispiel Siri oder Alexa. Es sind Einkaufsassistenten, das heißt, wenn ich bei Pinterest ein Foto sehe und sage, Mensch, die Tasche oder die Bank oder die Couch gefällt mir, das möchte ich gerne zu Hause haben, kann ich natürlich über dieses Foto gehen und Pinterest zeigt mir an, wo kann ich das kaufen. Das sind Echtzeitanalysen hintendran, basierend auf AI, die helfen, meinen Konsumbedarf sozusagen zu befriedigen. Aber auch ganz klassisch oft genutzt ist natürlich, sind die Empfehlungen, welche Filme oder welche Serien sollen wir uns als nächstes anschauen. Der Vorteil, den die GPU hier liefert, ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wie lange braucht die Plattform, um das gewünschte Ergebnis zu liefern? Und wir reduzieren durch den Einsatz von GPUs die Auswertung von großen Datenmengen von die bisher Monate oder Wochen oder Tage gedauert haben, reduzieren wir auf Stunden, auf Minuten oder auf Echtzeit. Netflix zum Beispiel hat ein Paper rausgegeben, in dem gesagt wird, dass diese Funktion Empfehlungen zum einen dazu die Nutzer verleitet, wesentlich mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen und natürlich auch die Kündigungsrate des Services ist deutlich zurückgegangen. Netflix sagt, dass dieses Empfehlungsmanagement auf AI-basierte Empfehlungen etwa 1 Milliarde US-Dollar dem Unternehmen jährlich einspart. Von der Geschwindigkeit her, um das nochmal deutlich zu machen, unsere V100, das ist unsere Flagship-GPU, hat im Vergleich zu der klassischen CPU ist sie 45 Mal schneller in der Auswertung, als was eine CPU liefern kann. Weitere Beispiele aus dem Bereich künstliche Intelligenz im täglichen Leben sind eben zum Beispiel Realtime-Übersetzungen, was uns der Skype-Translator zum Beispiel liefert, dadurch auch diese 409% höhere GPU-Bedarf, der da in der Applikation drin ist. Wir nutzen GPUs für die Bereitstellung oder AI in dem Bereich natürlich für die Bereitstellung optimaler Behandlungspläne basierend auf den Patientenparametern, Herzrate, Blutdruck, Atemrate, wie auch immer. Das kann alles in Echtzeit analysiert und ausgewertet werden, um dann daraufhin entsprechend Entscheidungen zu treffen. Künstliche Intelligenz wird in den Bereichen Wearables eingesetzt. Das heißt, wir können Produkte entwickeln, die zum Beispiel Menschen mit Behinderung helfen, besser in unserem täglichen Leben teilnehmen zu können. Jedes Unternehmen hat Daten und jedes Unternehmen braucht eine entsprechende Intelligenz, um diese Daten auswerten zu können und nutzen zu können. 62% der Unternehmen planen bis 2018 AI im Unternehmen einzusetzen. Wir haben es in Flughäfen, in Stadien, in Bahnhöfen etc. Überall wird Videoüberwachung eingesetzt für die Gesichtserkennung, um den Bereich sicherer zu machen. Diese Auswertung erfolgen in Realtime. Und mittlerweile ist es so, sie können Sonnenbrillen aufhaben, sie können sich einen Bart wachsen lassen, sie können einen Hut aufhaben. Das System erkennt sie trotzdem.
Hilton aus dem Bereich Hotelnutzung hat mit Conny, so heißt der Roboter, so einen ersten Roboter-enabled E-Concierge im Einsatz und testen den. Der basiert auf IBM Watson mit unseren GPUs drin. Und aus dem Bereich Agrar ein Beispiel, die Firma Blue River aus dem Silicon Valley, die setzen NVIDIA GPUs und CAFE, das ist ein Deep Learning Framework, das heißt, da werden die Algorithmen gebaut, nutzen das ein, um in ihrem, das heißt, Lechu-Spot, sag ich mal, zu optimieren. Das ist eine Maschine, die erkennt, handelt es sich hier um Salat oder handelt es sich hier um Unkraut? Und das wird in Echtzeit analysiert und daraufhin die Pestizidmenge, die verspritzt wird, sag ich mal, ausgegeben. Und Blue River geht davon aus, dass sie so 90% des ganzen Chemiebedarfs im Grunde reduzieren können. Und aktuell wird diese Maschine bereits auf 10% aller Felder in den USA eingesetzt. Das AI-Momentum ist auf jeden Fall da und es nimmt allmählich Fahrt auf. Wir sehen das im Grunde in den ganzen Bereichen. Allein der Hype die Anzahl der Workshops, Präsentationen, die um das AI-Thema aufgebaut werden. 2020, das heißt in 2 Jahren, werden ca. 20% aller Unternehmen Mitarbeiter beschäftigen, die neuronale Netzwerke anleiten oder monitoren. Die Unternehmensauf- oder Ausgaben werden laut Gartner sich auf ca. 47 Milliarden US-Dollar bewegen oder steigen. Im Vergleich dazu 2016 wurden ca. 8 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass, also es ist alles in Gartner-Analysen, dass zum Beispiel der Bereich Customer Service Interaktion sich komplett ändern wird, weil 85% der ganzen Interaktionen auf AI-basierte Bots ablaufen werden. So. Bei NVIDIA sehen wir im Grunde diese Entwicklung aus der ersten Hand, dass Deep Learning alle Arten von Unternehmungen betrifft. Die Anzahl der Unternehmen, die Deep Learning einsetzen, die steigt rapide an. Wir hatten schon 2014 sehen Sie, waren es so 1500 Unternehmen, 2016 waren es schon mehr als 19.000 Unternehmen, die das einsetzen. Und der Hintergrund ist, sie möchten Prozesse und Produktvorteile in ihrem jeweiligen Industriezweig entsprechend verbessern, Neuerungen erzielen und Lösungen und Produkte entwickeln, die vorher so schlicht einfach nicht möglich waren. Es hat sich gezeigt, dass Deep Learning wirklich erstaunliche Effekte über eine Vielzahl von Bereichen erzielt. Egal, ob wir über Bilderkennung sprechen, Spracherkennung, contentbasierte Suchen, Echtzeitanalysen, Videoüberwachung, Security, autonome Maschinen. Gehen Sie in Ihr Unternehmen, schauen Sie sich Ihre Produkte an, Ihre Produktionskette an und überlegen Sie, wie Ihr Unternehmen von Deep Learning profitieren kann. Das heißt, welche Daten haben Sie heute im Haus? Welche Informationen können Sie vielleicht daraus gewinnen? Welchen Wettbewerbsvorteil dadurch generieren, weil zum Beispiel die Produktionszyklen von der Entwicklung bis zur Marktreife entsprechend verkürzt werden können? Wie kann ich neue Produkte oder neue Services darauf ableiten? Gucken Sie sich einfach an, was Unternehmen heute machen und lassen Sie einfach mal ein bisschen die Ideen fließen, was das für Ihr Unternehmen bedeuten kann, wie Sie sich da einen Vorteil erarbeiten können. Es sind keine fertigen Produkte. Ja. Wir arbeiten hier mit Partnern wie Thomas Krenn zusammen, damit Sie mit Ihnen gemeinsam Ihren Use Case erarbeiten können, damit Sie schauen können, welche Daten, mit den Daten, die ich heute im Unternehmen habe, sind sie überhaupt so sortiert, gelabelt, dass ich sie heute schon verwenden kann, oder um eine bestimmte Vision zu erzielen, muss ich, sag ich mal, gegebenenfalls eine neue Art von Daten erstmal sammeln. In unseren Workshops, die wir anbieten, haben wir gezeigt, dass oft in den Gesprächen eine Vision vom Kunden her da war, die wir mit AI
nicht umsetzen können zum heutigen Zeitpunkt, aber durchaus andere Prozesse im Unternehmen dadurch effektiv gestalten konnten und hier, sag ich mal, entsprechend Geschwindigkeit in der Marktentwicklung beifügen konnten. NVIDIA kann Sie dabei unterstützen, AI zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Wir stellen Tools und Trainings für die neue Generation von Data Scientists und Entwicklern bereit. Wichtig hier nochmal, wir stellen die Technologie, wir helfen Ihnen, diese Technologie zu verstehen und wir helfen Ihnen, die Technologie zu nutzen. Wir bieten nicht das fertige Produkt an, das liegt bei Ihnen. Wir aktualisieren regelmäßig die Algorithmen, die Frameworks. Sie werden optimiert, dann werden sie per Software Development Kits wieder bereitgestellt. Wir stellen die Data Center und Workstation Lösungen für High Performance Deep Learning Training zur Verfügung, die Sie auch quasi sofort nutzen können, ohne groß etwas am Sizing zu machen. Das sind fertige Lösungen. Wir entwickeln Plattformen mit Software und Hardware für Data Center Einsatz als Embedded Lösung in Autos oder in Robotern und natürlich auch Automotive Applikationen. Die Partner, ich habe es gerade gesagt, helfen Ihnen, Ihre Visionen umzusetzen, Ihren Use Case zu entwickeln und auf Basis der vorhandenen Daten zu klären, welche Ziele kann ich damit erreichen und welche Daten muss ich gegebenenfalls sammeln, um meine Vision in den nächsten 3, 4, 5 Jahren umzusetzen. Unsere End-to-End-Plattformen, über die ich auch gerade gesprochen habe, sind ein erster Schritt, um sicherzustellen, dass jedes Unternehmen mit AI starten kann. Für Trainingszwecke der Deep Neural Networks, die wir vorhin besprochen haben, nutzen wir die DGX-Gruppe oder die DGX-Familie. Wir haben die DGX 1 und die DGX 2, die unterscheiden sich im Grunde darin, wie viele V100-Karten in diesen Servern fertig drin sind. DGX basiert ist eine Plattform, das heißt, Sie haben die Hardware-Komponente. Obendrauf haben Sie das komplett fertig konfigurierte Software-Stack mit den allen gängigen Frameworks, die zur Verfügung stehen, um Algorithmen im Bereich Deep Learning Training zu programmieren und zu entwickeln. DGX 1, wie gesagt, 8 V100, die DGX 2 wurde auf der GTC vorgestellt, die ist ab Herbst verfügbar, hat dann 16 V100 drin. Wir gehen hier davon aus, dass wir je nach Applikation eine bis zu 10-fache Beschleunigung haben im Vergleich zur DGX 1. Dann haben wir entsprechende Desktop-Lösungen zur Verfügung, wenn ich sage, ich möchte kleiner starten natürlich. Wir haben den kleinen Bruder, das ist die DGX Station, wie es schon sagt, abgeleitet von einer Workstation. Ich kann sie auf meinen Schreibtisch stellen, normal Strom ran, Bildschirm ran, Tastatur ran und kann damit anfangen zu arbeiten, ohne dass ich sie bei mir im Rechenzentrum implementieren muss. Und wenn ich ganz klein anfangen möchte, haben wir auch natürlich die einzelnen Karten, die Sie nutzen können, in Ihrem Server verbaut, um in dem Thema AI anzufangen. Was wir anbieten, das sehen Sie oben, das ist die NVIDIA GPU Cloud. Das ist im Grunde der komplette Software-Stack mit den Deep Learning Frameworks in unserer Cloud abgebildet. Das heißt, Sie können sich auch mit einzelnen Karten in diese Cloud verbinden, Ihre Daten, Ihre Systeme trainieren. Wenn Sie mit den Algorithmen, die Sie entwickelt haben, zufrieden sind, das Ergebnis zufriedenstellend ist, können Sie es jederzeit auf DGX zum Beispiel oder einen OEM-Server-Cluster mit V100-Karten übertragen und dort weiter nutzen, das, was Sie im kleinen Stil gemacht haben. Natürlich können Sie es auch dann verwenden, um entsprechend im Rechenzentrum weiterzumachen oder das, wenn Sie Roboter trainieren oder Funktionalitäten für autonomes Fahren entwickeln, stehen unsere DrivePX-Plattform oder unsere Jetson-Plattform zur Verfügung. Und hier kommen wir auch in den Bereich Inference rein. Wenn ich die Daten trainiert habe, dafür nehme ich unsere DGX-Familie oder die Tesla-Familie. Wenn ich aber in den Inference-Bereich komme, das heißt, ich habe die Daten trainiert, ich möchte jetzt, dass mein System, sage ich mal, Ableitungen daraus selber trifft, sollen die ausgewerteten Daten eine Schlussfolgerung ziehen.
Dann setzen wir eben im Rechenzentrum entweder einzelne GPUs ein oder entsprechende Cluster. Server, in der Regel sind es Cluster, weil dann reicht die Performance von einer Karte nicht mehr aus. Und dann geht es auch in die anderen Plattformen mit rein. So, in den letzten 40 Minuten haben wir darüber gesprochen, GPUs im Unternehmen im Rechenzentrum einzusetzen. Wir stellen durch die NVIDIA GPUs sicher, dass Ihre Mitarbeiter von überall mit der besten User Experience auf ihre Desktops und Applikationen zugreifen können. Und dass sie natürlich optimal gemeinsam arbeiten können. Durch Lösungen, die wir im Bereich virtuelle Realitäten oder fotorealistische Darstellung liefern, durch Echtzeitdatenauswertung können schnell und präzise Entscheidungen getroffen werden. Dann kommt noch der Einsatz künstlicher Intelligenz dazu, um neue Lösungen zu schaffen, die vorher nicht möglich waren. Fakt ist, dass Sie ein gesamtes Lösungsset kriegen, dass Sie sagen, ich kann zu einem sehr frühen Zeitpunkt entscheiden, indem ich optimal zusammenarbeite, indem ich meine Modelle entsprechend besser sehen kann, besser einschätzen kann, können Sie natürlich an einem sehr frühen Modell Änderungen treffen, die Ihren gesamten Produktzyklus sozusagen beeinflussen und natürlich auch die Produktivität der Mitarbeiter dadurch erheblich steigern. Sie können das Ganze testen, bei uns kann man meiste Sachen testen. Zum einen das Thema VDI, da haben wir das NVIDIA Test Drive zur Verfügung, können Sie sich anmelden, kriegen einen virtuellen Desktop und können das einfach mal so die paar wichtigsten Applikationen auszuprobieren. Thomas Krenn bietet POC-Umgebungen an, dass Sie das auch bei sich im Unternehmen testen können in einer entsprechenden Umgebung. Wichtig ist, wenn Sie so eine Umgebung aufsetzen, machen Sie immer einen POC, um das mit Ihren Daten, mit Ihren Applikationen zu testen, um für sich entscheiden zu können, wie viele Nutzer kriege ich nachher auf den Server drauf. Und dann, wenn es in den Bereich Deep Learning geht, wenn Sie anfangen wollen, dort mal so einen ersten Eindruck zu kriegen, gehen Sie auf unsere Deep Learning Institute Webseite, der Link ist auch hier unten drin. Da gibt es auch so Basistraining, dafür muss man gar kein Techniker sein, sondern es geht darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was kann ich mit Deep Learning machen, was kann ich mit den Algorithmen machen und wie kann ich hier anfangen. Und wenn Sie das alles, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe in den letzten Minuten, live sehen möchten, dann ist der nächste Place to be, wie wir so schön sagen, ist unsere GPU-Technologie-Konferenz in München am 9. bis 11. Oktober. Hier können Sie alle neuen Entwicklungen zu GPUs sehen. Sie können sich anschauen, was Startups machen, was unsere Partner machen. Sie haben eine Wahnsinnsauswahl an Workshops, an Ausstellungen, Präsentationen natürlich, die alle auf GPU basieren, wo Sie sich, sage ich mal, einen Überblick verschaffen können. Und natürlich nicht zu unterschätzen, wenn Sie unseren Gründer und CEO Jensen Huang live sehen wollen, dann sollten Sie auch die Keynote nicht verpassen. Die ist in der Regel sehr inspirierend. Also es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören und da die neuen Informationen mitzunehmen. Sie haben bis zum 10. Juli noch Early Bird. Das heißt, da können Sie noch die besten Raten erzielen und mit dem Code, den ich eingeblendet habe, kriegen Sie nochmal 25% zusätzlich Rabatt. Nutzen Sie das. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns auf der GTC sehen. Man sieht da einfach am besten live, wo GPUs überall zum Einsatz kommen, was einem heute vielleicht noch gar nicht so bewusst ist. Damit bin ich im Grunde mit meiner Präsentation fertig und wird jetzt für Fragen zur Verfügung stehen. Aktuell sind jetzt noch keine Fragen reingekommen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch einen Moment, ob eventuell jetzt noch Fragen auftauchen. Natürlich können auch jederzeit gerne nachträglich noch Fragen gestellt werden. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Die Folien werden ja auch geschickt, meine E-Mail-Adresse ist ja drin, wenn irgendwas wäre, einfach melden.
Genau, die Präsentation und die Aufzeichnung bekommen Sie im Nachgang per E-Mail zugesendet. Ich denke, Fragen kommen jetzt keine rein. Ich bedanke mich für die Teilnahme beim Webinar und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Danke, tschüss.